Irgendwie ist das voll mega entspannt, wie der Regen da so rumplätschert. Weiß ich nicht. Ist gerade echt super entspannt. Regen, es ist richtig schön kühl, frische Luft. Und das Geräusch vom Regen, und das ist ganz schön viel, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber da kommt echt ganz schön was runter. Und ich finde das einfach gerade mega entspannt. Ich mag Regen. Wenn man drinne ist und sich vom Regen verstecken kann. Oh, wollen wir, ne? Schön langsam, aber. Ja, das war die Eisbacke Challenge. Ich wurde auch nominiert von meinem Schatz. Die hat natürlich auch sich vorher begossen, hat dann mich nominiert. Jetzt haben erst die drei Weiber, die sich an die untereinander nominiert haben, sich begossen und dann Malt und ich. Ja, ich habe natürlich auch jemanden nominiert, schön Peter, und dann der wird hoffentlich meine Schwester nominieren, und ich habe meinen Papa nominiert. Mal gucken, wen der so nominiert. Und Martin natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Forstbaumschule. Da bin ich jetzt das erste Mal. Hier war ich noch nie. Tita! Tita, komm mal her! Oh, ich hatte ja 6 Wochen. Ja, du bist im Video. Oder 5 Wochen. Und der Choco. Android-Knüppel, ne? Wow. Und der ist ja so. Die kennt ihr doch noch, ne? Tita! Ja. Sie tappelt. So, ja, ich habe mich auch wieder erholt von der Water Bucket Challenge. Bin mal gespannt, ob die Nominierten da auch mitmachen. Und was habe ich auf. Achso, die Mütze. Ja, ist doch nichts Außergewöhnliches, ne? Haben Mario und Anita haben mir mitgebracht aus Peru. Aus Peru mitgebracht. Und die muss ich jetzt tragen die ganze Zeit. Ja, das ist so wie die Krawatte von Barney Stinson, die Ducky Tie. Ist ja nicht so schlimm, stehe ich ja drüber, ne? Auch wenn jetzt hier 1000 meiner Kunden hier rumlaufen, mich vielleicht mit der Mütze sehen könnten, stehe ich rüber. Chicha! Ja, ich bin mal wieder in Norddeutschland unterwegs. Dieses Mal bin ich in Flensburg unterwegs und gehe gerade durch so einen kleinen Parkabschnitt. Ja, ich bin in Flensburg wieder zwecks Arbeit. Ja, es wird langsam ernst. Es wird gesucht, wo könnte der Herr Liese denn irgendwann mal landen. Und deshalb muss ich immer so ein bisschen durch Norddeutschland, Kieler Umgebung so ein bisschen tingeln. Ja, wie gesagt, gerade in Flensburg, bin vom Bahnhof gerade aus unterwegs. Muss jetzt noch ein bisschen gehen. Mir wurde gerade die Richtung gewiesen. Und dann muss ich mit einer Buslinie, die hier war, hier am Bahnhof fahren ja kaum Busse, da fahren nur 2 Busse. Muss man erstmal zum Top fahren. Oder die haben gesagt, ich gehe ein bisschen und gehe zu so einer anderen Haltestelle. Und von da aus haben die mir dann eine Haltestelle gesagt, wo ich dann hin kann. Und da ist dann hoffentlich der Pennymarkt in der Kappelner Straße hier in Flensburg. Bin gespannt, ob ich das finde. Das Schöne ist, ich habe jetzt gerade keinen Zeitdruck. Ich soll schon irgendwann morgens da sein, aber dann halt das machen, was ich da machen muss. Aber er hat auch schon gesagt, dadurch, dass man halt nie weiß, wie ich jetzt und ob ich jetzt von Kiel nach Flensburg komme, die Bahn streikt ja im Moment auch, soll ich einfach irgendwann morgens ankommen und dann anfangen, wenn ich halt da bin. Naja, ich habe ein bisschen auf der Bahnfahrt, wollte ich ein bisschen filmen. Ich weiß noch nicht, ob das was geworden ist. Mein Handy, die Kamera ist nicht mehr so ganz top. Er fokussiert nicht mehr immer gut. Und sobald irgendwas sich bewegt oder irgendwas dazwischen kommt, verliert er den Fokus. Und das nervt ein bisschen. Aber ich gucke mal, ob ich vielleicht auf der Rückfahrt oder morgen auf der Hinfahrt wieder nochmal ein paar schöne Bilder von der Zugfahrt vielleicht kriege. Der wilde, naturbelassene Bahnhof hier. Gefällt mir irgendwie.
So, ich wollte euch mal wieder hier so mein Zimmer zeigen, denn ich habe einen neuen Fernseher, wie man hier gerade sieht. Ein Dual mit 102 cm Bildschirmdiagonale, wunderschön, aber der hat da nicht mehr reingepasst. Deshalb habe ich jetzt, wie ihr ja schon seht, mein Zimmer ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt da so immer noch, das ist recht gleich geblieben, auch wenn ich jetzt hier meine Zelda-Ecke recht effizient aufgebaut habe. Und zwar ist hier jetzt nur noch Zelda zu sehen. Und da, und die ganzen anderen Spiele, die habe ich jetzt hier so aufgestapelt. Da sind meine N64-Spiele, wie man da ja auch so sieht, und da meine Super Nintendo-Spiele. Der Nachteil ist, dass ich so die Super Nintendo-Spiele, weil die ja keine N-Labels haben, dass man die so nicht mehr erkennt. Da meine paar NES-Spiele, das müssen nochmal mehr werden. Meine DS-Spiele, da so aufgestapelt und dann halt alles andere so wie vorher. Der eine Nachteil ist, es ist zwar cool, dass der Fernseher jetzt hier so am Bett ist, dass ich vom Bett aus besser gucken und spielen kann. Aber der Nachteil ist natürlich, der Fernseher verdeckt hier auch ein bisschen was. Aber der große Vorteil ist, dass ich jetzt alles mal hier unten sortiert in der Ecke habe. Und zwar alle Stromkabel gehen jetzt sortiert da rein. Und vor allem, alles läuft jetzt über diese eine Verteilerkabelbuchse. Das heißt, ich habe im Moment tatsächlich etwas, was ich noch nie hatte. Und zwar alle Konsolen, die ich benutzen würde, die N64, den Super Nintendo, den GameCube nicht, sondern die Wii, die Wii U, die PlayStation 3 ist gerade ausgeliehen, die Xbox 360 und die PlayStation 3 theoretisch auch und auch der NES und die PlayStation 2 da oben, die sind jetzt alle mit dem Fernseher verbunden und ich brauche jetzt nur an dieser Buchse zu wechseln und dann kann ich mit allen Spielekonsolen spielen. Ja, ich musste übrigens nur die Linse der Kamera ein bisschen reinigen, dann hat das mit dem Fokussieren besser geklappt. Ja, ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch die Zugfahrt so ein bisschen gefallen hat. Ich wollte einfach mal so ein bisschen schöne Szenen so von der Zugfahrt zeigen lassen. Und ja, war eine ganz witzige Idee. Ich habe übrigens nichts an der Musik geändert. Die war einfach so im Hintergrund, die Musik. Ja, ansonsten einfach mal wieder so ein bisschen erzählen. Ich gucke im Moment mit meiner Freundin zum Beispiel eine neue Serie. Also nicht neu, ich gucke sie neu. The Vampire Diaries. Sie liebt diese Serie. Abgöttisch. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, weil ich wissen wollte, was guckt meine Freundin da überhaupt immer. Die ist ja jetzt nicht schlecht, die Serie. Und wir gucken die jetzt immer ab und zu zusammen. Also zusammen heißt, sie guckt die jetzt immer und guckt die dann mit mir halt nochmal. Weil sie immer nicht abwarten kann, ohne mich zu gucken. Also auf mich zu warten. Ansonsten haben wir neulich mal den Film geguckt, Vampire Academy. Ja, sie steht auf Vampire und so. Aber dieser Film, Vampire Academy, den hat sie irgendwo mal für 2 Euro oder so mitgenommen. Der war richtig gut. Also wenn ihr den mal seht, der ist echt witzig, hat eine coole Action, eine ganz coole Aufmachung. Und da sollten auch eigentlich mehrere Teile kommen. Leider ist der Teil total gefloppt. Aber der ist echt gut. Kann man sich mal angucken. Und die Hauptschauspielerin da, die Hauptdarstellerin, ist auch was fürs Auge, kann man so sagen, ne? Ansonsten freue ich mich jetzt sehr darauf, demnächst mal Hercules zu gucken mit The Rock. Da freue ich mich richtig drauf, da habe ich voll Bock drauf. Ansonsten Guardians of the Galaxy bin ich jetzt nicht so heiß drauf, werde ich wahrscheinlich aber auch gucken. Und spielen tue ich im Moment halt entweder ein bisschen World of Warcraft oder ein bisschen Monster Hunter. Aber im Moment ist auch nicht viel mit Spielen, da ich jetzt nächste Woche Seminar habe und eine meiner Prüfungen. Das heißt, wenn ich jetzt mal freie Zeit habe, wie gesagt, eigentlich hatte ich Urlaub, ich musste jetzt 2 Tage in Flensburg da einen Markt wieder auf die Beine helfen, dann bin ich im Moment am Lernen. Und ja, ansonsten werde ich auf meinem Hauptkanal jetzt gleich ein Video drehen, weil ich auf meinem Hauptkanal einfach ein neues Projekt brauche. Das erkläre ich dann aber auch in dem anderen Video, da ich einfach kaum Zeit habe, Videos zu machen. Und ich arbeite auch immer mal an ja, längeren Videos, aber ich brauche jetzt auch irgendeine kleine Kategorie. Irgendwas, was schnell geht und einfach ist. Und da will ich mal gucken, worauf ihr so Bock hättet. Ja, ansonsten kann ich ja nochmal so ein bisschen zeigen hier, wie es hier jetzt gerade so aussieht mit meinem neuen Fernseher. Haha, endlich mal was Größeres als das vorher. Ja. Haut rein, Leute. Ich melde mich vom Seminar, werde ein bisschen was drehen. Und ich würde sagen, ja, schreibt einmal mal, haut was in die Tasten. Wie hat euch die Zugfahrt so gefallen? Das war eine echt unglaublich schöne Strecke. Zeit gehabt, mir Flensburg anzugucken, habe ich nicht. Da fahre ich irgendwann mal mit meiner Freundin so einen Tagesausflug oder so hin.
Ansonsten geht es mir wunderbar, es ist alles bestens. Ich komme wieder zum Sport, ich liebe meine Freundin, sie liebt mich. Karriere läuft wirklich gut, macht richtig Spaß, also alles top. Ein bisschen wenig Zeit für Hobbys, aber so ist das nun mal im Real Life, sag ich mal so, ne? Ja, da draußen ist wieder Action. Ja, da draußen der Verkehr. Also Leute, Peace, bis zum nächsten Mal. Tschö, schönes Wochenende noch. So, mein Zimmer, und zwar gibt es auch ein bisschen was zu zeigen. Erstmal vorweg, ich musste nur die Linse ein bisschen reinigen. Dann hat das mit dem Fokussieren auch geklappt, wie ihr beim Zugfahren so ein bisschen gesehen habt. So, und zwar habe ich jetzt ein neues Baby. Ja, apropos, komm jetzt fokussieren.